Leasing, Vario-Finanzierung. Welches ist eigentlich die richtige Finanzierungsoption für dich? Du willst einen Neuwagen, findest die Anschaffung per Direktkauf aber eher schwierig. Dafür gibt es zahlreiche Angebote per Leasing oder Vario-Finanzierung. Aber was bedeutet das überhaupt? Und wo sind die Unterschiede? Das zeigen wir dir jetzt. Let's go! Beim Leasing kaufst du das Auto nicht, sondern nutzt es für einen bestimmten Zeitraum. Für die Nutzung zahlst du dann eine monatliche Rate. Die Vario-Finanzierung kombiniert das Leasing und die klassische Finanzierung. Du zahlst also auch wieder eine monatliche Rate, hast aber am Ende der Laufzeit drei Optionen. Du kannst das Auto zurückgeben, privat weiterfinanzieren oder rauskaufen. Beide Optionen sind sehr beliebt, weil sie viel Flexibilität bieten. Aber welche passt jetzt zu dir? Du kannst bei beiden Optionen aussuchen, ob du eine Anzahlung machen möchtest. Du brauchst also bei beiden kein Startkapital. Die Rate bleibt über die Dauer deiner Laufzeit gleich. Das heißt, du hast monatlich gleichbleibende Kosten. Die Laufzeit ist auch bei beiden flexibel. Du kannst Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten wählen. Beide Optionen sind mit einer begrenzten Kilometernutzung verknüpft. Das heißt, du legst dich im Vorfeld auf eine begrenzte Kilometerzahl im Jahr fest. Auch wird bei beiden im Vorfeld deine Bonität geprüft. Das heißt, deine Zahlungsfähigkeit wird unter die Lupe genommen. Aber du trägst kein Risiko für den Wertverlust. Sollte das Auto aus irgendwelchen Gründen, Umweltdebatten, Abgasskandale, am Ende deiner Laufzeit weniger wert sein, gibst du es halt einfach wieder zurück. Früher waren solche flexiblen Finanzierungsoptionen eigentlich nur für Gewerbekunden relevant. Die Raten von Leasing und Vario-Finanzierung können nämlich als Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt werden. Mittlerweile entscheiden sich aber 80% für ein Leasing oder eine Vario-Finanzierung. Der Großteil davon Privatkunden. Okay, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Da du beim Leasing das Auto im übertragenen Sinne mietest, musst du es natürlich sorgsam behandeln. Du gibst es ja in jedem Fall am Ende der Laufzeit wieder zurück. Denk dir einfach, behandle es so, wie du auch wollen würdest, dass es jemand anders behandelt. Bei der Vario-Finanzierung hast du ja die Option, es am Ende rauszukaufen. Dann kannst du natürlich damit machen, was du willst. Bei der Vario-Finanzierung zahlst du niedrigere monatliche Raten. Falls du das Auto aber am Ende der Laufzeit zurückgibst, zahlst du eine Schlussrate. Die gleicht dann den Unterschied zur Leasingrate aus. Das war jetzt ganz schön viel Info. Zeit für ein Fazit. Leasing und Vario-Finanzierung eignen sich für alle, die nicht viel Risiko eingehen wollen. Du kannst dir ohne großes Startkapital einen Neuwagen zulegen und hast kein Risiko eines Wertverlusts. Leasing eignet sich besonders für diejenigen, die immer die neuesten Modelle fahren wollen. Du fährst nicht viele Kilometer im Jahr oder kannst diese zumindest gut einkalkulieren. Dann hast du monatlich immer die gleichen Kosten und am Ende der Laufzeit gibst du das Auto einfach wieder zurück. Die Vario-Finanzierung verbindet die Vorteile des Leasings mit der klassischen Finanzierung. Der Unterschied zur klassischen Finanzierung ist aber, dass du am Ende der Laufzeit drei Optionen hast. Du kannst das Auto zurückgeben, rauskaufen oder privat weiterfinanzieren. Hier bleibst du also maximal flexibel. Welche Option die richtige für dich ist, hängt also davon ab, was du dir wünschst und welche Voraussetzungen du hast.